Hallo ihr Lieben, ich habe euch heute The Feeling of Forever von Ivy Kasi mitgebracht. Das Buch ist der dritte und letzte Band der St. Clair Campus-Reihe. Es ist in sich abgeschlossen, aber es macht mehr Sinn, wenn ihr nach der Reihe lest. Hallo ihr Lieben, ich habe euch heute The Feeling of Forever von Ivy Kasi mitgebracht. Es ist der dritte und letzte Band einer Reihe. Ich würde raten, sie nach der Reihe zu lesen, weil es immer wieder Überschneidungen gibt. Also ich finde das Cover mega schön, wie auch schon die anderen Cover der Reihe. Zurückhaltend, aber schön. Also das ist das Cover. Der Rücken. Und der Klappentext. Und für den zoome ich euch jetzt wieder ran. Klingt doch gut, oder? Von außen betrachtet lebt Penny den amerikanischen Traum. Ihre Eltern sind Selfmade-Millionäre und Penny lebt daher im Luxus. Was man von außen aber nicht sieht, ist, wie Penny verzweifelt darum kämpft, gesehen zu werden. Sie möchte eines Tages die Firma ihres Vaters übernehmen, doch ihre Eltern wollen von ihr bloß eins. Sie soll hübsch aussehen und eine gute Partie machen. Als Penny zufällig ihren One-Night-Stand wieder trifft, fliegen die Funken. Doch Cameron hat keine Zeit für eine Liebschaft oder mehr. Er muss sein Studium stemmen, Erfolg in der College-Football-Mannschaft erzielen und seiner kleinen Tochter ein guter Vater sein. Trotzdem bekommt er Penny aber nicht aus seinem Kopf. Penny kam in Band 1 und 2 der Reihe nicht besonders gut weg. Sie wirkte wie ein typischer, gemeiner, oberflächlicher Cheerleader. Doch in ihr steckt viel mehr, als sie sich endlich traut, ihr Leben zu verändern und nicht mehr bloß das zu tun, was ihre Eltern wollen. Das fängt schon mit der Trennung von Kyle an, ihrem mittlerweile Ex-Freund. Ihn halten ihre Eltern scheinbar für den perfekten Ehemann, denn sie werden es nicht müde, Penny in seine Richtung zu schubsen. Dabei gibt es für sie keine Chance, jemals wieder mit ihm zusammenzukommen. Aber das interessiert ihre Eltern nicht. Die interessiert ja sowieso nichts, was Penny sagt oder tut. Außerdem haben sie Angst, dass Penny ein schlechtes Licht auf sie oder die Firma werfen könnte. Mir tat Penny unheimlich leid. Ich fand es schrecklich, wie ihre Familie und im Prinzip jeder außer ihren Freunden sie behandelt hat. Kein Wunder, dass sie immer denkt, sie sei für nichts gut genug. Für mich war das psychische Misshandlung. Ihre Eltern versuchen ständig, sie zu manipulieren, ihr Schuldgefühle einzureden und so weiter. Sie behandeln Penny wie ein weiteres Statussymbol. Sie soll gehorchen. Zu mehr ist sie in ihren Augen nicht gut. Als das alles eskaliert, konnte ich wirklich nicht verstehen, wie man sich so aufführen kann. Für mich war ab diesem Punkt das Thema Versöhnung komplett ausgeschlossen. Vor allem, wenn man dann erfährt, was noch alles hinter Pennys Rücken ablief. Auch Zoe, Camerons Ex, fand ich furchtbar. Ich hatte das Gefühl, sie war durch die Schwangerschaft in ihrer Entwicklung stehen geblieben. Bei jeder Gelegenheit benutzte sie ihr Kind, um Cameron zu kontrollieren und unter Druck zu setzen. Sie war schrecklich kindisch, egoistisch und manipulativ. Mir waren es zu viele gemeine Menschen in einem Buch. Mich hat das stellenweise ziemlich runtergezogen. Pennys Eltern, Zoe, Pennys Ex und die Zicken, die gegen Penny interagiert haben. Cameron haben seine Überreaktion bei mir geschadet. Er hat mir Penny einfach zu oft verletzt. Ich kann verstehen, dass er manchmal glaubte, keine andere Wahl zu haben, aber manchmal hatte er die offensichtlich schon, entschied sich aber, über Penny mies zu behandeln, es mal den Mund aufzumachen und zu reden. Ja, Penny ist nicht perfekt und reagiert manchmal empfindlich, aber es wirkte immer so, als wirke jedes angebliche Fehlverhalten ihrerseits 100-mal so schwer wie das irgendeines anderen. Mir ging manches zu schnell.
Und ich hätte mir das Ende mit mehr Miterleben gewünscht. Da wurde mir zu viel zusammenfassend erzählt. So wirkte es auf mich teilweise etwas krampfig und an der Message des Buches, du hast ein Recht darauf, du selbst zu sein, vorbei. Trotzdem hat mir das Buch sehr gut gefallen und bekommt von mir 4 Sterne. Das war es dann auch schon wieder von mir. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und macht's gut und bis bald. Tschüss!